Habe ich in dieser Saison schon ein Tor erzielt? Nein. Nein? Oh, yes. Das ist ja eine wunderbare Antwort. Upp. Also wir ziehen ein. Komm, du darfst anfangen. Trage ich einen Bart? Ja. Das mache ich jetzt mit mir selbst. Du hast keinen Bart. Du darfst. Ich fange mal ganz klassisch an. Bin ich Verteidiger? Nein. Okay, schade. Natürlich auf ein Ja gehofft. Ich ärgere mich gerade. Ich würde ganz so gerne eine böse Frage stellen, aber ich spare sie mir. Ah, ja, wobei. Ja, doch. Bin ich ein deutscher Spieler? Also deutsch in dem Sinne, dass ich hier geboren bin und für die deutsche Nationalmannschaft spiele? Ja. Oder gespielt habe? Ja. Habe ich. Hoppala. Das ist eine gute Frage. Die klaue ich dir vielleicht gleich noch, aber noch nicht. Boah, ist gar nicht so einfach. Habe ich in dieser Saison schon ein Tor erzielt? Nein. Nein? Boah, das ist ja eine wunderbare Antwort. Hopp, 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 hopp. Oh, hat der überhaupt schon ein Tor gemacht? Ja. Nie. Ja. Bin ich älter als 28 Jahre? Ja. Ich bin älter. Habe ich gestern hier am Mannschaftstraining teilgenommen? Nein. Okay, du musst das überlegen. Und bei dem einen von den beiden wüsstest du es ja sicher. Bei dem anderen musstest du überlegen. Okay. Bin ich ein Mittelfeldspieler, sprich 6er, 8er, 10er? Nein. Hast du angefangen? Ja, ne? Ja, du hast die erste Runde gestellt. Das kann ich schon mal anfangen. Das kann mich ja jetzt schon mal absichern. Also, wenn du jetzt raten würdest. Und du würdest falsch raten. Dann hättest du dann gewonnen. Nee, weil du kannst ja nachziehen. Nee, wenn du die Runde, wenn du den Spielernamen errätst und der ist falsch, hast du sofort verloren. Alles klar. Ja. Kommando zurück, was richtig. Machen wir es ganz einfach. Habe ich diese Saison schon einen Elfmeter gehalten? Du hast einen Elfmeter gehalten, ja. Ja? Ja. Ich hätte es vorher schon machen müssen. Ich kann schon mal nicht mehr verlieren, die Runde, außer ich habe irgendwas falsch umgedreht. Ja, aber das Problem ist, ich müsste ja jetzt. Du musst raten. Raten, ja. Weil du weißt es ja. Genau, und du hast angefangen. Also du musst raten. Bist du. Niklas Füllkrug. Nein. Psst. Das ist krass. Bin ich Gregor Kobel? Ja. Bist du selbst? Nein. Oh, wen hast denn du gerade falsch weggemacht? Weiß nicht, wer bist du? Alex Meyer. Nee, hast richtig. Ich hab den tatsächlich weggemacht. Ja. Weißt du, was ich für einen Fehler gemacht habe? Ich habe bei den Deutschen habe ich nur die schon mal Nationalmannschaft gespielt haben. Ja. Wenn ich jetzt sage, deutscher Spieler, das war mein Gedanke, wenn ich jetzt sage, bist du ein deutscher Spieler, Emre hat dann zwei Nationen, Felix hat zwei Nationen, weißt du, dann kann so ein Missverständnis entstehen. Ja. Komm, ich will einen von uns beiden. Du startest, oder? Ich starte, ja. Ich mache was ganz Wildes. Hab ich in Vor- und Zunamen ein A drin? Also jetzt nicht zweiter Name, sondern wirklich nur. Ja, hast du. Hab ich? Boah, ist eine dumme Frage, jetzt muss ich ewig überlegen, ey. Der hat kein A. Ich habe auch zwei A's drin. Der hat ein A. Oh Gott, wir haben ja alle A's drin. Das war ja eine grundbescheuerte Frage von mir. Oh mein Gott, war das dumm. Ja, zwei konnte ich wegmachen. Was? Ja, das sind überall A's. Ich habe auch gedacht, es wären viel weniger. Aber in beiden, Vor- und Nachname? Ach, jeweils. Ja, was war das deine Frage? Ja, nur ob generell ein A drin ist. Ach, egal, okay. Ja. Weil wenn das jetzt gewesen wäre, hast du im Vor- und im Nachnamen sozusagen A, dann wäre es ja sogar noch sinnvoll gewesen, weißt du? Warte mal, aber so hast du es verstanden. Ja? Wenn du es so verstanden hast, dann sieht es besser aus für mich. Das wollte ich ja gerade meinen. Hast du einen Buchstaben in deinem Namen? Vorname und Nachname addiert, sind das mehr als vier Buchstaben. Dementsprechend habe ich dich jetzt wieder gesaved. Du hast mich ziemlich gut ins Spiel zurückgebracht. Ja, dabei ist, ja doch, dadurch war es gut. Habe ich
in dieser bisherigen Bundesliga-Saison schon ein Tor geschossen? Hast du. Hab ich. Ich mach nochmal die Frage, die ich vorhin schon hatte. Habe ich heute mit der Mannschaft trainiert? Nein. Oh, yes. Also egal, ist 50-50. War doch nicht so geil. Bin ich ein Angreifer? Nein. Jetzt kann man auch wieder sagen, was hältst du für einen Angreifer, ne? Ich hatte bei der ersten Frage Glück, deswegen kann ich dir sagen, es ist ein klares Nein. Sobald du interpretieren musst. Ja, also Angreifer waren für mich jetzt die vorne drei, so. Bin ich aktuell beim Afrika-Cup? Nein. Ich muss mir jetzt irgendwas Cleveres ausdenken. Bin ich unter 28 Jahre? Ja. Alt? Ja. Hast du mich gerade umdrehen müssen? Ja, ne? Tut weh. Ja gut, ich muss ja nur noch eine 50-50-Frage stellen. Habe ich in meiner Jugend bei der Spielvereinigung Unterharing gespielt? Hast du, ja. Den schon früher nehmen müssen. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei Chancen. Ja. Du musst jetzt versuchen, es so weit wie möglich runterzubrechen und danach richtig raten. Bin ich Deutscher? Nein. Dann habe ich eine Tendenz. Bin ich Karim Adeyemi? Ja, bist du. Gut. Kurz Angst gehabt, dass da jetzt ein Nein kommt. Bin ich Julian Rison? Mann! Ja! Stark, weil ich so. Ich hab mir noch zwei offen gelassen, weil ich die einfach nicht, ich wollte die nur nicht runter machen, weißt du? Die hattest du aber schon. Ja, ich habe die schon so ein bisschen ausgeschlossen. Ah, okay. Stark. Eine Runde machen wir noch, komm. Also ich brauche den Sieg, damit es ein Unentschieden ist. Ja, Gewinner fängt an. Okay, ich fange an. Die dritte Enttäuschung heute. Schön, komm, ich fange einfach mal an. Bin ich unter 24 Jahre alt? Kann ich mich schon mal wegmachen. Ne? Marco ist es auch nicht. Das weiß ich nicht. Nein. Nicht über. Bin ich unter 24 Jahre alt? Ja, dann ja. Ja, unter 24. Das gefällt mir nicht so schlecht. Bin ich länger als 2 Jahre im Verein? Ja, nein. Spieler geholt. Ich dachte, da würden viel weniger übrig bleiben. War ich schon mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert? Nein. Bin ich ein deutscher Fußballspieler? Selbe Frage wie eben. Bist du? Ich mache ein 50-50. Ist Englisch meine Muttersprache? Nein. Bin ich Linksfuß? Nein. Okay, das Geile ist, ich stelle jetzt die Frage, die ich in der ersten Runde stellen wollte. Weil es ist ja fast herrlich, wenn das einfach ist. Habe ich ein breites Grinsen im Gesicht? Ja. Mein Gott, ich hätte aber in der ersten Runde gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Oh. Ich muss jetzt all in gehen. Ja, du musst gewinnen, ne? Unentschieden reicht ja nicht. Also, ich habe 4 Kandidaten noch hier. In der ersten Runde hattest du Alex Meyer. Den habe ich bei mir noch offen. Den würde ich jetzt, also es wäre geil, wenn du den hättest. Ich habe Niki Süle, Felix Metscher und Niklas Füllkrug. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht. 3 gute Jungs. Ich gehe. Du hast Felix Metscher. Niki Süle. Scheiße. Ich wäre Matte Morey gewesen. Ich war dann selber im Hadern, wie ich dann dachte, weil zum Beispiel Jamie, wie lange ist er schon hier? Ja, der ist ja schon ewig hier, der war ja in der Jugend, ja. Ja, der wurde hier geboren, ne? Ja. Mein Gott.